Vielen Dank an alle, die den Bibi und Tina YouTube-Kanal abonniert haben. Wenn ihr künftig keine Infos mehr zur Bibi und Tina-Serie verpassen wollt, aktiviert gerne auch die Glocke. Wir würden uns freuen! Bibi und Tina. Die Serie. Folge 3. Fame ist lame. Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Wir sind Bibi und Tina. Auf dem Martinshof regnet es ununterbrochen. Kein Tier steckt freiwillig die Nase aus dem Stall. Erst war es wochenlang heiß und trocken und jetzt hört der Dauerregen nicht mehr auf. In die Martinshofküche tropft es sogar rein. Offenbar ist das Dach undicht. Frau Martin, Bibi und Tina versuchen, das Wasser aufzufangen und stellen überall, wo es durchregnet, Eimer und Schüsseln hin. Habt ihr mal einen Lappen für mich? Klar. Versehentlich tritt Bibi plötzlich in eine volle Schüssel Wasser, die am Boden hinter ihr steht. Bist du jetzt wasserscheu oder was? Da kenne ich nur einen. Wo ist Chico eigentlich? Ja, wo ist der junge Spanier, der zurzeit auf dem Martinshof wohnt? Der füttert die Tiere. Oder schreibt an seinem Song. Wir müssen uns auch mal was überlegen. Vielleicht das über Angeber. Oh oh. Seit Bibi Chico gesagt hat, dass sie auch an einem Sommerhit schreibt, denkt sie die ganze Zeit darüber nach. Aber so richtig was eingefallen ist sie noch nicht. Und der Song soll ja schließlich ein Knaller werden. Frau Martin hat allerdings ein ganz anderes Problem. Hoffentlich hört das Wetter bald auf, verrückt zu spielen. Bei Dauerregen kommen ja auch keine Ferienkinder. Aber Holger holt doch gerade welche ab. Ja, wir nehmen ich auch noch Absagen. Doch in diesem Moment kommt Holger mit zwei Mädchen in die Küche. Wo seid ihr? Wir sind zurück. Die beiden Mädchen sind übertrieben gestylt und tragen angesagte Klamotten. Basecap und Bauchtasche. Hippe Jeans und goldene Jacken. Echt cool. Aber irgendwie passen sie nicht so richtig auf den Martinshof. Wir sind da. Wo sind die Pferde? Wir freuen uns schon total aufs Reiten. Pferde sind so süß. Könnt ihr denn reiten? Nö, deswegen sind wir doch hier. Frau Martin ist so verblüfft, dass sie ganz vergessen hat, sich vorzustellen. Schnell holt sie das nach. Herzlich willkommen, Martin, Frau Martin. Wir sind Fritzi und Mitzi. Die aus dem Netz? Na klar! Deshalb kommen die beiden Tina so bekannt vor. Fritzi und Mitzi sind zwei Influencerinnen, die einen Kurzurlaub auf dem Martinshof machen wollen. Go, Sister! Go, Sister! Naja, reiten ist heute jedenfalls nicht. Der Regen ist zu stark. Wir haben das mega bei unseren Fans angekündigt. Hashtag boring. Hashtag boring? Auf dem Martinshof ist es doch nie langweilig. Frau Martin will Fritzi und Mitzi jetzt ihr Zimmer zeigen. Und Holger darf das Gepäck schleppen. Oh, dann bringen wir mal eure Sachen hoch. Ja. Ja. Ihr für 2 Wochen gepackt. Dachte, ihr bleibt nur einen Tag. Kaum sind Fritzi und Mitzi mit Frau Martin und Holger nach oben verschwunden, sieht Tina ihre Freundin Bibi erschrocken an. Weißt du, wie viele Fans die haben? Viele? Wenn die posten, dass es auf dem Martinshof voll lame ist, dann kommen gar keine Fankinder mehr. Wir müssen denen was bieten. Irgendein Event. Tina, wir haben kein Event. Nein, Bibi. Wir haben ein Problem. Das klingt ja gar nicht gut. Und noch jemand hat ein Problem. Auf Schloss Falkenstein steht Graf Falco von Falkenstein in seinem Wohnzimmer vor einem großen Bücherregal. In diesem Regal bewahrt er alte und wertvolle Bücher auf. Doch eines fehlt. Dagobert? 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 Wo ist die Chronik? Die Chronik, die ist... Die Chronik ist weg. Ach, ja. Naja, weg ist vielleicht nicht ganz richtig. Denn zur selben Zeit liegt Chico in einem gemütlichen Dachzimmer des Martinshofs auf seinem Bett und blättert ehrfürchtig in eben dieser Chronik. Offenbar hat er sie bei seinem letzten Besuch auf Schloss Falkenstein mitgenommen. Chico ist beeindruckt von dem uralten Stammbaum derer von Falkenstein. Und dann
nimmt er einen Stift und schreibt seinen eigenen Namen neben den von Alexander. Als es plötzlich klopft, erschrocken springt Chico auf und sucht nach einem Versteck für das Buch. Momento. Können wir reinkommen? Chico will die Chronik schnell in ein Regal in der Dachnische stellen, das man von der Tür aus nicht sehen kann. Doch da passt sie nicht rein. Deswegen muss er das Buch mit einer Hand festhalten, als Bibi und Tina schon ins Zimmer treten. Wir klauen dir schon nicht deine Songidee. Kannst du kommen? Wir haben zwei Influencer als Tagesgäste, die wir irgendwie beschäftigen müssen. Also immer noch steht Chico in dieser merkwürdigen Pose und versucht, möglichst unauffällig auszusehen. Dann soll Bibi doch was hexen. Also das ist mega beeindruckend. Also wenn die das nicht mögen, dann Huch, da hat Chico beim Antworten einen Moment nicht aufgepasst und die Chronik losgelassen. Fast wäre sie auf den Boden gefallen. Aber da kriegt Chico sie schon wieder zu fassen. Das war knapp. Hexen ist nur für Notfälle. Außerdem schuldest du mir noch was. Stichwort Seenotrettung. Richtig. Bibi hat Chico vor kurzem vor dem Ertrinken bewahrt. Meine ewige Dankbarkeit reicht dir nicht aus? Das tut weh. Vergiss es. Komm, Tina. Danke. Zum Glück haben Bibi und Tina nichts gemerkt und gehen wieder. So richtig wohl fühlt sich Chico allerdings nicht. Auf Schloss Falkenstein hat der Graf inzwischen alle Bücher aus dem Regal gezogen. Die Chronik ist natürlich nicht dabei. Butler Dagobert sieht ihm mit kritischer Miene zu. Herr Graf, ich bezweifle, dass das etwas bringt. Irgendwo muss die Chronik doch sein. Alexander! Alexander von Falkenstein wollte sich gerade ungesehen aus dem Schloss schleichen. Doch sein Vater Graf Falco hat ihn bemerkt. Ich freue mich sehr, dass du deine Meinung geändert hast und dich nun doch für unsere Familiengeschichte interessierst. Was? Ich... Ja. Nicht? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Vater. Ich brauche einen Song. Bitte? Ja, für meine Sendung. Seit ich Chico mitgebracht habe, denkt meine Chefin, ich habe Connections oder so. Ich will sie nicht enttäuschen. Und da enttäuschst du lieber mich? Vater, bitte, das ist doch... Dein Praktikum ist natürlich wichtiger als unsere jahrhundertealten Traditionen. Die Namen deiner Vorfahren stehen in dieser Chronik. Deine Urgroßväter und Urgroßmütter. Aber das ist meinem Sohn natürlich egal. Während Graf Falco sich aufregt, dass sein Sohn sich nicht für seine verstaubten Urahnen interessiert, ist Butler Dagobert ans Telefon gegangen. Nun kommt er zurück. Wir haben Helden in unserem Stammbaum. Wir haben Forscher. Wir haben Wildschweine. Ja, bitte? Der Mühlenhofbauer war am Apparat. Die Wildschweine sind erneut in sein Maisfeld und haben erheblichen Schaden angerichtet. Bitte nicht schon wieder. Der will doch bloß wieder Entschädigung. Wenn ich dieses Wort schon höre. Verzweifelt lehnt Graf Falco den Kopf an den Türrahmen. Ausgaben mag er überhaupt nicht. Alexander nutzt die Gelegenheit und verdrückt sich ins Radiostudio. In dieser Stimmung ist sein Vater eh ungenießbar. Auf dem Martinshof misten Bibi und Tina inzwischen den Stall aus. Tina überlegt immer noch, was sie Fritzi und Mitzi Spektakuläres bieten können. Wir können ihnen das Schloss zeigen. Oder Alex macht ein Interview mit ihnen. Alex hat doch gesagt, Privates geht nicht. Ja, wozu ist mein Freund beim Radio, wenn nichts geht? Da kommen Fritzi und Mitzi in den Stall. Dein Freund ist beim Radio? Ja. Cool. Sag mal, wo sind denn hier die Pferde? Da ist eins. Fritzi und Mitzi haben Sabrina entdeckt, die in ihrer Box steht. Sofort holen die beiden Mädchen aufgedreht ihre Handys heraus und machen Selfies mit der gutmütigen Sabrina. Aber sie sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Oh mein Gott, das guckt voll Psycho. Mhm. Hashtag lame. Hm. Können wir den schminken? Frisieren? Hm. Was macht ihr da eigentlich? Stall ausmisten. Wollt ihr auch mal? Das war ein Scherz. Nein. Ist doch mal was Neues für eure Fans. Wie sie uns bestimmt nicht sehen wollen. Mm-mm. Home Story auf dem Reiterhof. Oder seid ihr dafür nicht taff genug? Genau. Sollen die beiden Influencerinnen doch mal zeigen, was sie drauf haben und nicht immer nur alles schlecht machen. Entschlossen streckt Bibi Mizi die Mistgabel hin. Und wie bedient man die? Mit der Hand. Gut. Fritzi schnappt sich die Mistgabel und der Contest ist eröffnet. Schluss mit Kuschelkurs. Beide Mädchenteams machen sich bereit für das Um-die-Wette-Ausmisten.
In der Küche des Martinshofes versucht Holger derweil festzustellen, wo es überall durchtropft. Er will nämlich später mit Chico das Dach reparieren. Jetzt kommt hier auch schon durch. Holger? Was macht Billy da? Fernsehen? Stimmt. Das strubbelige Pony Billy the Kid liegt im Wohnzimmer gemütlich vor dem Fernseher und guckt eine Zeichentricksendung. Jetzt reißt du mal an. Der Hund im Stall. Okay. Bevor Frau Martin sauer wird, schnappt sich Holger Billys Halfter und will ihn in den Stall bringen. Draußen regnet es immer noch. Und mitten auf dem Hof steht Kim Win-Win unter einem durchsichtigen Regenschirm. Über ihrem gelben Kleid trägt sie einen ebenfalls durchsichtigen Regenmantel. Was macht die geheimnisvolle Japanerin da? Verwundert spricht Holger sie an. Kann ich Ihnen helfen? Ich denke ja. Kann ich die Besitzerin sprechen? Holger ist so fasziniert von der jungen Frau, dass er vor Staunen kein Wort rausbringt. Da passiert plötzlich etwas Ungewöhnliches. Kim Win-Win blickt zum Himmel. Und genau in diesem Moment kommt die Sonne hervor. Schlagartig hört es auf zu regnen. Das Wetter spielt wirklich verrückt. Holger bemüht sich so zu tun, als sei das alles ganz normal. Mit Billy the Kid geht er zu Kim Win-Win. Sicher. Worum geht's denn? Ja, ach so, das ist Billy the Kid. Der läuft mir immer nach. Ja, der kann gar nicht anders. Das verstehe ich. Kann ich die Besitzerin sprechen? Ja, ich kenne mich ja auch aus. Sind Sie der Besitzer? Das kann man so sagen. Na, da gibt Holger aber ein bisschen an. Offenbar will er Kim Win-Win beeindrucken. Und das scheint auch zu klappen. Können Sie Entscheidungen treffen? Kann man so sagen. Sehr gut. Im Stall herrscht inzwischen angespannte Wettkampfstimmung. Verbissen schaufeln Bibi, Tina, Fritzi und Mitzi den Mist in ihre Schubkarren. Jeder will gewinnen. Komm schon, Tina. Wir sind das Erste fertig. Ja, schaffen wir das, Bibi. Auf geht's. Mach schneller. Ich kann das nicht. Da geht noch was. Auf, sonst gewinnen die noch. Los, schneller. Fertig. So, jetzt los. Ich glaub, du bist schneller. Lass du bist raus. Mist. Schneller, Bibi. Oh, die fahren schon schnell. Schieb die Karre. Mit Karacho schiebt Bibi die Stalltür auf und eilt über den nassen Hof zum Misthaufen. Dort kippt sie profimäßig ihre Schubkarre aus, wendet, rennt zurück zum Stall, um die nächste Fuhre zu holen. Mitzi will es ihr nachmachen, hat aber zu viel Schwung. Sie rutscht aus und landet kreischend im stinkenden Misthaufen. Oh mein Gott! So eine Scheiße! Ja. Das ist auch wirklich scheiße. Fritzi lacht sich kaputt und zückt ihr Handy. Wehe, du machst ein Foto. Wehe. Okay. Komm, hilf mir lieber. Ach, komm schon. Angewidert hilft Fritzi ihrer Freundin aus dem Misthaufen. Dann gehen die beiden zurück zu Bibi und Tina, die vor dem Stall auf sie warten. Mitzi ist echt sauer. Das war nur die Seinerhose. Danke, Bibi. Super Idee. Jetzt sind wir geliefert. Seht ihr das? Eigentlich darf Bibi auf dem Martinshof ja nur in Notfällen hexen. Aber irgendwie ist das ja auch ein Notfall. Also hebt Bibi die Hände. Ene mene wieder fein, die Hose soll jetzt sauber sein. Die beiden Influencerinnen sind total erstaunt. Sag mal, hast du gerade... Ja. Bist du eine... Ja. Überkrass. Kannst du noch mehr hexen? Ja, Bibi ist super. Sie kann noch was Süßes hexen. Na gut, aber was soll Bibi hexen? Da entdeckt sie die beiden Zicklein im Außenstall und hat eine Idee. Sie hebt erneut die Hände. Ene, mene, weißer Candice, die Zicklein tragen süße Onesies. Hex, hex! Ist das niedlich? Bibi hat den Zicklein geblümte Onesies angehext. Dabei hat sie jedoch gar nicht bemerkt, dass Fritzi sie mit ihrem Handy gefilmt hat. Oh, sind die süß. Ich will auch so eins. Ich will alle beide. Fritzi und Mitzi machen Selfies mit den süßen Zickenbabys. Tina ist echt erleichtert. Jetzt posten die beiden Influencerinnen bestimmt nichts Schlechtes mehr über den Martinshof.
In der Küche herrscht allerdings keine gute Stimmung, denn Holger bringt schon wieder Billy the Kid mit herein. Mutti! Oh nee, jetzt ist Billy schon wieder hier drin. Doch noch jemand betritt die Küche. Ich muss dir jemand vorstellen. Das ist Kim Win-Win, richtig? Kim Win-Win. Sie möchte die Weideflächen auf der anderen Wegseite kaufen. Das erstaunt Frau Martin so sehr, dass sie schon wieder vergisst, sich vorzustellen. Aha, wieso? Also, Entschuldigung. Hallo erstmal, Martin, Susanne Martin. Mit einer höflichen Verbeugung reicht Kim Win-Win Frau Martin ihre Visitenkarte und erklärt den Grund ihres Kommens. Sie haben dort eine Kiesader. Sie schwimmen auf grauem Gold. Bestes Material für wunderschöne Häuser. Wir brauchen hier aber gar keine Häuser. Denken Sie nicht regional, denken Sie... Nimm jetzt mal weg. Denken Sie global. Wir sind eine große Gemeinschaft. Jeder gibt etwas und jeder bekommt etwas. Sehr schön, aber die Weideflächen, die gehören uns gar nicht, die gehören Graf Falco. Aber der Graf ist einverstanden. Aha. Wenn Sie vom Pachtvertrag zurücktreten. Aber, naja, wir haben die Wiesen ja nicht einfach umsonst gepachtet. Das ist Weideland für unsere Tiere. Ja. Ja, ich zeige mich natürlich erkenntlich und zahle Ihnen 50.000 Euro. Sie bekommen die Prämie und ich den Kies. Win-win. Win-win. Super. Aber dann haben wir ein riesen Loch neben dem Hof. Und womit füllen sich Löcher? Mit Wasser. Meine Landschaftsplaner zaubern in einen reizenden kleinen See. Sie schwimmen doch gerne, nicht wahr, Frau Martin? Also, ja. Also einverstanden? Ja. Wunderbar. Erfreut greift Kim Win-Win zu ihrer Mappe, in der sich der bereits vorbereitete Vertrag befindet. Frau Martin geht das jetzt aber entschieden zu schnell. Nee, stopp. Ich muss mir das nochmal überlegen, aber danke für Ihr Angebot. Diese Antwort gefällt Kim Win-Win gar nicht. Trotzdem lächelt sie Holger an. Gar kein Problem. Ich komme gerne wieder. Okay. Tschüss. Etwas benebelt sieht Holger der hübschen Japanerin hinterher, die nun die Küche verlässt. Frau Martin grinst. Ist Holger etwa verliebt? Schnell spricht er wieder über das Geld, denn das könnten sie wirklich gut gebrauchen. Ja, aber 50.000 Euro, das sind 5 Jahre Futter. Für alle Pferde. Holger, Land ist das Einzige, das sich nicht vermehrt. Dann müssen wir Tiere weggeben. Wenn wir sie nicht mehr füttern können. Jetzt spricht das nicht auch noch aus. Und jetzt raus mit wem? Mit einem Seufzer scheucht Frau Martin Billy the Kid aus der Küche. Irgendwie hat Holger ja recht. Aber eine Kiesgrube hinter dem Haus? Ist das wirklich die Lösung ihrer Geldprobleme? In der Scheune machen Bibi und Tina mit Fritzi und Mitzi ein gemütliches Picknick mit Butterkuchen. Mmh, voll lecker. Mhm. Hashtag Moodfood. Und alles Bio. Der Staub wohl auch. Wo Staub liegt, ist Frieden. Fritzi checkt kurz ihr Handy und ist erstaunt. Die Zicklein tragen süße Onesie. Hex? Dein Post hat schon 30.000 Likes. Der geht total viral. We make you famous. Die beiden Influencerinnen klatschen sich ab. Bibi und Tina verstehen gar nicht, was sie meinen. Wovon redet ihr? Ich habe gepostet, wie du hackst. Bitte was? Aber du musst deine Reichweite erhöhen. Hack mal was für Insta. Nein. Sehe ich aus wie ein Zirkuspony? Außerdem habt ihr mich nicht gefragt. Ihr dürft es gar nicht einfach so posten. Hey, aber ist doch cool. Der erste Schritt zur eigenen Fanbase. Jetzt muss Bibi aber echt mal was klarstellen. Ich will keine Fanbase. Ich will hier einfach meine Ferien machen. Darauf freue ich mich das ganze Jahr, weil es hier einfach die besten Pferde, die beste Freundin und die beste Zeit überhaupt gibt. Ich will schmecken, ich will fühlen, ich will lachen, ich will Spaß haben. Oder habt ihr dafür vielleicht auch eine App? Wütend stapft Bibi aus dem Stall. Und Tina eilt ihr hinterher. Fritzi und Mitzi sehen sich an. Diese Reaktion haben sie nicht erwartet. Bibi, warte auf mich! Die ist ja voll sensibel. Im Außenstall hat sich Bibi zu den weißen Zwergponys gehockt und streichelt sie. Tina kommt hinzu. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Sorry, meine Schuld. Kann ja keiner wissen, dass sie gleich jeden Schritt posten. Naja, so schrottig warst du nicht. Da klingelt Tinas Handy und sie geht ran. Es ist ihr Freund Alexander, der vom Radiosender aus anruft. Hey Alex, na? Ich hab ein Problem. Ja, wir auch. Hashtag blöde Tussis. Okay, du zuerst. Nee, warte, ich zuerst. Ich brauche einen Song oder ein Interview oder irgendwas, bevor meine Chefin wieder meinen Vater interviewen will. Ausgerechnet jetzt ist Alexanders Chefin Funky Fröhlich ebenfalls ins Büro gekommen.
Hallo. Schnell verdrückt sich Alexander in den Aufnahmeraum und telefoniert von dort aus weiter mit Tina. Echt jetzt? Ja, doch. Hast du eine Idee oder hat vielleicht Chico noch einen Song oder... Chico repariert mit Holger das Dach. Ich wüsste was. Aber Privates geht ja nicht. Mann, Tina, das war wirklich nicht so gemeint. Okay. Wir kommen und retten dich. Super, danke. Ciao. Grinsend legt Tina auf. Da bemerkt sie ein großes Auto, das auf den Martinshof gefahren kommt und anhält. Die Autotüren öffnen sich und eine Großfamilie steigt aus. Ein Junge kommt auf einem Fahrrad angeradelt. Was wollen die denn alle hier? Sind wir hier überhaupt richtig? Logisch sind wir richtig. Also der Standort ist genau hier. Das muss hier sein. Jetzt kommt sogar noch Freddy auf seinem Maschinchen angebraust und steigt ab. Frau Martin geht zu den Besuchern. Hallo, kann ich euch helfen? Na, hoffe ich doch. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo die Hexe ist? Verwundert über die Frage blickt Frau Martin zu Bibi und Tina, die gerade über den Hof spazieren. Da hat eines der Kinder Bibi schon entdeckt. Da! Da ist sie! Die Hexe! Sie wirklich? Die Hexe! Die Hexe! Alle jungen Besucher rennen zu Bibi. Darüber wundert sich sogar Freddy. Gehen hier! Die Hexe! Auch Bibi und Tina sind baff. Doch die Besucherschar hat Bibi bereits erreicht. Alle reden auf sie ein. Cool. Gibt's auch Zombies? Ey, ich will Lappen haben. Krieg ich ein neues Handy? Krass, guck mal da, ein Einhorn. Das war natürlich nur ein Ablenkungsmanöver von Bibi. Und während alle in die Richtung gucken, in die Bibi gezeigt hat, nimmt sie ihre Freundin Tina am Arm und rennt davon. Die Kids kapieren, was gespielt wird und laufen ihnen hinterher. Das kommt schlecht. Quer über den Martinshof geht die Verfolgungsjagd. Da! Doch in der Scheune haben die Verfolger ihre Spur plötzlich verloren. Bibi und Tina haben sich nämlich hinter einem großen Stapel Heuballen versteckt. Wo ist sie denn jetzt? Vielleicht hat sie sich ja weggehext. Was ist, wenn sie uns in eine andere Dimension gehext hat? Echt jetzt? Fritzi und Mitzi kommen ebenfalls in die Scheune. Und auch Freddy. Hey, Leute, hier gibt es keine Hexe. Na klar gibt's die. Die hext voll krasses Zeug. Quatsch. Ihr habt es doch gepostet. Da, wo sie hext, hat man genau gesehen. Das ist eine neue App. What? Die Kinder sind enttäuscht. Aber Fritzi und Mitzi verfolgen offenbar einen Plan. Ich glaube, ich muss hier mal was klarstellen. Wir sind hier die Stars. Und da, wo wir im Urlaub sind, ist es immer mega magic. Echt jetzt? Besonders hier auf dem Martinshof. Wir wurden einfach verhext. Deshalb haben wir das auch gepostet. Vom Real Life haben die echt gar keinen Plan mehr. Aber damit solche Missverständnisse jetzt nicht mehr passieren, löschen wir den Post jetzt wieder. Ja, das war echt blöd. Wieso reden Fritzi und Mitzi denn so laut? Wissen Sie etwa, dass sich Bibi und Tina hinter den Heuballen versteckt haben? Die jungen Besucher sind immer noch total enttäuscht. Dann sind wir ja voll umsonst hier. Überhaupt nicht. Die Pferde sind super süß. Bis auf das eine. Das guckt ein bisschen psycho. Fritzis und Mitzis Plan scheint aufzugehen. Die Besucher glauben jetzt, dass sie den Post der Influencerinnen falsch verstanden haben und dass Bibi gar keine Hexe ist. Damit jetzt aber niemand enttäuscht ist, bietet Frau Martin, die auch dazu gekommen ist, ihren leckeren Butterkuchen an. Und dem kann keiner widerstehen. Wer will ein Stück? Ich! Na dann komm! Oh ja. Frau Martin verlässt mit den Besuchern die Scheune. Oh, dürfen Sie die Pferde mal streicheln? Klar, kannst du sie sogar füttern. Beißen die? Quatsch. Haben die Namen? Ja. Die haben schon große Zähne. Während die Kinder draußen die Pferde streicheln, ist Freddy bei Fritzi und Mitzi in der Scheune geblieben. Er nutzt die Chance, den beiden Medienprofis seinen Post zu zeigen. Ein Bild, auf dem er beim Schmieden zu sehen ist. Hey, ich habe hier auch was gepostet. Die Schmiede. Hammer, oder? Verstehst du? Hammer? Hm? Hammer. Doch Fritzi und Mitzi sind völlig unbeeindruckt. Aber du hast halt gar keine Follower. Kein Traffic. Hey, ja klar, ich kenne total viele. Ja, auch Mädchen natürlich. Du brauchst mehr Content. Fotos, Videos. Das will Freddy sofort ändern. Deshalb ruft er seine Freunde Hank und Klops an. Wir brauchen mehr Traffic. Und während er telefonierend aus der Scheune geht, wenden sich Fritzi und Mitzi den Heuballen zu. Ihr könnt jetzt rauskommen. Die Influencerinnen wussten also die ganze Zeit, dass Bibi und Tina mithören. Alle vier Mädchen sehen sich an und grinsen. Das sieht nach Versöhnung aus. Alexander hingegen ist wenig später überhaupt nicht nach Lachen zumute. Er sitzt im Radiosender und sieht auf die Uhr. Gleich fängt seine Sendung an und Tina ist nicht aufgetaucht.
Da muss Alexander seiner Chefin wohl doch beichten, dass er heute keinen Special Guest zu bieten hat. Bleib ich ihm der Wetterfrosch. Doch plötzlich öffnet sich die Tür und herein kommen Bibi und Tina mit Fritzi und Mitzi. Hallo. Hallo. Na, Alex? Wir sind Fritzi und Mitzi. Tina sagt, du brauchst einen Song. Alexander ist erleichtert. Auch Frankie Fröhlich nickt zufrieden. Also legen die vier Mädchen los. Zusammen mit Bibi und Tina singen Fritzi und Mitzi einen Song, in dem es um ganz verschiedene Girls geht. Die einen stehen auf den großen Medienhype, die anderen gehen lieber reiten. Letztendlich ist das aber egal, denn Mädchen sollten vor allem eins: zusammenhalten. Girls United eben. Leider geht auch dieser Tag irgendwann zu Ende. Fritzi und Mitzi verabschieden sich von allen mit einer dicken Umarmung. Vielen Dank. Das war so toll bei euch. Wir danken. Wir haben jetzt endlich genug Anmeldungen. Ach, ohne. Bye, Sisters! Holger bringt Fritzi und Mitzi im Auto zurück. Doch bevor er losfährt, will Frau Martin ihm noch etwas sagen. Und Holger, jetzt kannst du dieser Win-Win absagen. Okay, wie du meinst. Win-Win? Ja, die wollte unsere Weide kaufen. Die mit dem Kies, die spinnt ja wohl. Obwohl es ja eigentlich nicht ihre Weide ist, will Bibi auf keinen Fall, dass auch nur ein klitzekleiner Teil des Martinshofes verkauft wird. Dafür ist es einfach viel zu schön hier. Während Holger mit den winkenden Influencerinnen vom Hof fährt, kommt jemand anderes angeritten. Graf Falco von Falkenstein. Falco? Ist alles in Ordnung? Nein, liebe Susanne, nichts ist in Ordnung. Beruhig dich erstmal. Ich bin hier, um dich als meine Pächterin zu informieren, dass die Rotte alles zerstört hat. Die Rotte? Auch Chico, der mit dem Reparieren des Daches fertig ist, kommt jetzt dazu und hört mit, worum es geht. Die Wildschweine waren erneut in den Maisfeldern. Auch deine Wiesen wurden völlig umgepflügt. Vielleicht haben die einfach was zu fressen gesucht. Papalapap. So kann es nicht weitergehen. Ich werde eine Jagd veranstalten, um dem endlich ein Ende zu setzen. Was? Aber die haben doch Frischlinge dabei. Oh. Ist das nicht ein bisschen voreilig gedacht, Falco? Chico sieht das allerdings genauso wie der Graf. Naja, also so eine Wildschweinplage, die richtet schon ordentlich Schaden an. Ja, wir hatten mal einen in Andalusien. Ja, Graf Falco betreibt damit nichts anderes als Tier- und Naturschutz. Ganz genau, lieber, Hat Graf Falco etwa Chicos Namen vergessen? Das scheint den jungen Spanier zu treffen. Chico? Chico? Chico, ja. Indem er Tiere abschießt? Wie absurd ist das denn? An meiner Entscheidung ist nichts zu rütteln. Kommt, Cleopatra. Das werden wir ja noch sehen. Für Bibi ist in dieser Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie wird nicht zulassen, dass die Wildschweine abgeschossen werden. So wahr sie eine Hexe ist.